Hallo allerseits. Ich möchte euch zeigen, wie man eine Figur, dieses blaue Dreieck, verschiebt. Und zwar entlang der roten Pfeile. Der erste rote Pfeil zeigt eine Verschiebung nach rechts und der zweite rote Pfeil eine Verschiebung nach unten. Und diese Verschiebung möchte ich mit dem blauen Dreieck zeichnen. So, ich nehme mir den ersten Pfeil und damit ich gut zeichnen kann, verlängere ich den erstmal ein bisschen. So, zu einer geraden Linie. Jetzt messe ich den mal. Der ist 2 cm lang. Ich muss jetzt jeden Eckpunkt 2 cm in die gleiche Richtung verschieben. Dieser Punkt wandert also nach da. Diesen Punkt, den muss ich jetzt auch verschieben um 2 cm. Und damit das in die gleiche Richtung geht, benutze ich diese parallelen Linien auf dem Geodreieck und diese Skala. Ich werde also das Geodreieck an den Punkt anlegen und es so hinlegen, dass der Nullpunkt genau auf der Ecke ist und meine gerade Linie hier, die beim Pfeil ist, genau parallel liegt, also hier bei der 1,4 auf dieser Skala. Und dann kann ich den hier auch 2 cm verschieben. Landet er hier. So, erster Punkt, zweiter Punkt. Und jetzt mache ich das noch mit dem dritten Punkt. Gucken, ob meine Skala reicht. Ja, nicht ganz. Dann verlängere ich diese hier auch nochmal mit einer Hilfslinie. Also hier nochmal eine Linie, die parallel ist zu dem ersten Pfeil. Und dann kann ich ganz bequem hier oben anlegen. Gucke, dass meine Hilfslinie hier auf die Linie im Geodreieck passt und verschiebe 2 cm. So, jetzt habe ich also den ersten, den zweiten und den dritten Punkt. Und jetzt habe ich das ganze Dreieck schon mal entlang des Pfeils Nummer 1 verschoben. Ich zeichne es mal ein. Aber ich wollte es ja noch nach unten verschieben, entlang des Pfeils 2. Das mache ich aber genauso. Ich messe mal den Pfeil ab. Ah, er ist 1 cm lang und er ist senkrecht zum ersten Pfeil. Das heißt, ich kann die Spiegelachse des Geodreiecks nehmen, um eine senkrechte einzuzeichnen. 1 cm lang. Das mache ich hier oben auch. Aber da hätte ich gerne eine Hilfslinie, damit das ein bisschen genauer wird. So, also erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt. Jetzt verbinde ich die. Das mache ich mal farbig. Und ich erhalte das hellblaue Dreieck. Und das hellblaue Dreieck ist eine verschobene Version des dunkelblauen Dreiecks entlang der Pfeile 1 und 2.